Erster Saisonsieg für BMW beim ADAC GT Masters. Jens Klingmann und Dominik Baumann vom Team Schubert fahren am Samstag in Spa einen überraschend souveränen Sieg ein. Speziell nach so einem Saisonauftakt, wo nicht alles nach Maß gelaufen ist, denke ich, ist es ein großer Motivationsschub für uns Fahrer, fürs Team, dass eben mit uns zu rechnen ist, dass wir auch zu den Favoriten gehören. Und ab jetzt gilt es eben, den guten Aufwind beizubehalten und dann weiter zu attackieren. Zu Beginn die Reihenfolge noch anders. Sebastian Asch im Mercedes SLS verteidigt die Pole in einem packenden Zweikampf mit Porsche-Pilot Martin Ragginger. Die ersten Kurven noch ohne Probleme, aber dann. Stefan Wackerbauer im roten Audi R8 verliert die Kontrolle und rammt seinen Wagen in die Streckenmauer. Das Rennen für Wackerbauer vorzeitig beendet. Klingmann, zwischenzeitlich bereits an Ragginger vorbeigezogen, kassiert nun auch Sebastian Asch und setzt seinen roten Z4 an die Spitze. Fahrerwechsel nach einer knappen halben Stunde. Vier der vorderen fünf kommen rein. Nur Klingmann bleibt auf der Strecke und vergrößert rennentscheidend seinen Vorsprung. Dagegen erhält Ragginger im gelben Porsche wegen Überschreitens der Streckenbegrenzung eine 5-Sekunden-Strafe, verliert seinen Podiumsplatz und fällt zwischenzeitlich auf Platz 6 zurück. Kurze Zeit später auch Fahrerwechsel beim Team Schubert. Dominik Baumann übernimmt von Klingmann und kommt mit satten 11,5 Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz zurück auf den Ardennenkurs. Und Baumann hält die Führung bis zum Schluss. Dahinter sammeln die Gesamtführenden Luca Ludwig und Sebastian Asch wertvolle Punkte für das Team Zackspeed. Jeroen Blekemolen und Luca Stolz fahren im Bentley auf Platz 3.